Die Tuberkulose ist eine ganz schlimme Krankheit. Diese Bilder dieser TB- und Tuberkulose-Patienten illustrieren auch, wie diese Krankheit früher genannt wurde, die Schwindsucht. Diese Bilder sind nur ein paar Jahre alt. Das heißt, sie erinnern uns auch daran, dass diese Krankheit bei weitem noch nicht ausgerottet ist, wie vielleicht einige unter Ihnen vorher noch dachten. Das Spezielle bei diesen Patienten ist, dass sie nicht mehr auf die Krankheit, auf die Medikamente reagieren, die da verabreicht werden. Sie haben eine hochresistente Form dieser Tuberkulose. Und darüber möchte ich ein bisschen weiter berichten. Die Tuberkulose ist in erster Linie eine Lungenerkrankheit. Für das ungeübte Auge ist es relativ schwierig, auf diesen Röntgenbildern den Unterschied zwischen einer gesunden Lunge und einer TB-befallenen Lunge zu sehen. Einfacher wird es, wenn man sich so eine Lunge richtig von nahe anschaut. Also in dem Fall eine Lunge, die so aus dem TB-Patient rausoperiert wurde. Sie sehen oben links diese Löcher, sogenannte Kavernen, die da entstehen, durch diese Krankheit verursacht. Gleichzeitig werden diese Lungen in Sprühmaschinen verwandelt, die dann diese TB-Bakterien sehr effizient in die Umwelt versprühen und so die Krankheit weitergeben. In der Tat ist die Tuberkulose in erster Linie eine luftübertragene Krankheit. Das heißt, Patienten husten, sprechen, singen vielleicht sogar und werden so ihre TB-Keime in die Umwelt weitergeben. Und so springen sie dann auch von einem Patienten auf den nächsten. Es ist eigentlich erst seit Robert Kochs Pionierarbeiten und Entdeckungen 1882, dass wir wissen, dass die Tuberkulose durch Bakterien verursacht ist, sogenannte Mykobakterien. Vorher dachte man, es wäre eine Erbkrankheit, weil oft ganze Familien ausgerottet wurden durch diese Krankheit. Oben rechts sehen Sie ein rasterelektronenmikroskopisches Bild dieser Bakterien. Unten sehen Sie, wie diese Bakterien aussehen, wenn man sie auf Nährmedium anwachsen lässt. Die Tuberkulose ist auch eine sehr alte Krankheit. Hier ein Beispiel eines jungen Mädchens aus dem alten Ägypten, 3000 Jahre alt, mit typischen TB-Läsionen. Die Todesfälle der Tuberkulose sind auch sehr dramatisch. Man geht davon aus, dass in den letzten 200 Jahren mehr als 1 Milliarde Personen an dieser Krankheit verstorben sind. Das ist weit mehr als alle berühmten Epidemien zusammen. Unter diesen Todesfällen fallen auch sehr viele Berühmtheiten. Und hier ist eine relativ kleine Liste. Es gibt sehr viele mehr. Wir haben Molière, Franz Kafka, Igor Strawinsky. Aber auch der berühmte Basler Forscher Friedrich Miescher ist 1895 in Davos an der Tuberkulose verstorben. Und zwar in einem dieser berühmten TB-Sanatorien, die zu der Zeit sehr verbreitet waren in den Schweizer Alpen. Vielleicht das berühmte TB-Sanatorium ist Schatzalp, das dann auch von Thomas Manns Zauberberg bekannt gemacht wurde. Interessanterweise, anfangs der 20. Jahrhundert begann die Tuberkulose dramatisch abzunehmen. Und zwar lange bevor wir die ersten TB-Medikamente hatten, die sogenannten Antibiotika. Das deutet darauf hin, dass eben allgemeine Verbesserungen in den Lebensumständen, aber auch in der Ernährung beispielsweise, einen sehr starken Einfluss hatte auf diese Verbesserung und Reduktion der Tuberkulose. Das heißt allerdings lange nicht, dass die Medikamente da keine Rolle spielten, ganz im Gegenteil. Wir wissen, dass wenn man eben Patienten nicht behandelt, und ihr erinnert euch an das erste Bild, das ich gezeigt habe, mehr als die Hälfte dieser Patienten eben daran sterben werden. Es kann eine gewisse Zeit gehen, es können Monate vergehen, vielleicht sogar Jahre, aber schlussendlich werden die Patienten dann sterben. Glücklicherweise gibt es heutzutage diese Antibiotika und die Behandlung verläuft normalerweise auch sehr gut. Das eigentliche Problem ist, wenn diese Bakterien sogenannte Resistenzen entwickeln. Das heißt, sie mutieren und reagieren nicht mehr auf diese
am Antibiotika. Es sind also die Bakterien, die sich verändern und so die Krankheit eben nicht mehr richtig behandelt werden kann. Und dadurch wird dann die Todesrate der Patienten auch wieder erhöht. Eines der ersten und wichtigsten Antibiotika ist die Streptomycin. Die wurde 1943 von Albert Schatz und Selman Voxmann entdeckt. Voxmann bekam dafür dann auch den Nobelpreis. Die Streptomycin hatte einen ganz dramatischen Effekt, positiven Effekt auf die TB-Behandlung, eben weil die Patienten eben nicht mehr sterben mussten, in den meisten Fällen. Ein Nebeneffekt war dann, dass die TB-Sanatorien zum Teil ihre Türen schließen mussten oder eben dann auch andere Geschäftsmodelle entwickeln mussten, sprich Luxushotels oder internationale Internate, die zum Teil heute noch existieren. Soweit zur Tuberkulose in der Vergangenheit. Wie gesagt, die TB ist noch lange nicht ausgerottet. Heute gehen wir von mehr als 10 Millionen neue Fälle aus, jedes Jahr. 1,5 Millionen Menschen sterben daran, obwohl sie eigentlich behandelbar ist in den meisten Fällen. In der Schweiz gibt es 500 Fälle pro Jahr im Schnitt, 3/4 davon sind Immigranten. Der Grund, warum wir nach wie vor mit der Tuberkulose zu schaffen haben und uns darum irgendwie bemühen müssen, ist eigentlich, dass wir viele Probleme haben. Es ist eine komplizierte Krankheit einerseits. Auf der anderen Seite sind die Waffen oder die Methoden, die wir zur Verfügung haben, alle eigentlich extrem veraltet. Ein Beispiel ist die Diagnosemethode, die Mikroskopie, die ist mehr als 100 Jahre alt. Es ist eigentlich die gleiche Methode, die damals Robert Koch schon verwendet hat, um diese Bakterien zum ersten Mal zu entdecken. Heutzutage wird in den meisten Ländern nach wie vor mit so einem Mikroskop, vielleicht nicht ganz so einem alten, versucht, diese Bakterien im Sputum der TB-Patienten zu finden. Leider klappt das eben nicht immer. In den meisten Fällen, bis zu 50% der Fälle, werden dann die Patienten verfehlt. Die Medikamente selber sind auch extrem alt, über 50 Jahre. Und dann gibt es einen Impfstoff, der ist ungefähr 90 Jahre alt. Leider funktioniert der nicht richtig. Der schützt nicht gegen die normale Lungenform der Tuberkulose. Der einzige Grund, warum wir ihn überhaupt noch verwenden, ist, weil junge Kinder, also Kleinkinder, gegen eine ganz extreme, gefährliche Form der TB schützt, und zwar die Tuberkulose-Meningitis, also Hirnhautentzündung, die durch die TB verursacht wird. Da funktioniert dieser Impfstoff. Warum? Weiß man nicht. Er funktioniert allerdings eben nicht gegen die normale Lungenform, die eben auch die übertragbare Form dieser Krankheit ist. Ein weiteres Problem ist, dass die Behandlung sehr lange dauert, 6 Monate mit einem Cocktail von mindestens 4 Antibiotika. Das heißt, die Patienten müssen da einen Haufen Pillen schlucken während einer langen Zeit, das ist jeden Tag. Wie gesagt, die Bakterien können Resistenzen entwickeln gegenüber diesen Medikamenten. Dann spricht man von multiresistenten Bakterien. Es gibt zum Glück die sogenannten Zweitlinien-Antibiotika. Leider sind die nicht so effizient wie die Erstlinienantibiotika. Darum muss man bis zu 2 Jahre lang behandeln. Leider gibt es auch da wieder Resistenzen schon. Die Bakterien haben da jede Tricks entwickelt, um eben diesen Antibiotika aus dem Weg zu gehen, so quasi. Und da spricht man eben von XDR-TB, Extensively Drug Resistant Tuberculosis. Und das Problem hier ist natürlich, dass man die Patienten gar nicht mehr richtig behandeln kann. Und die 2 Bilder am Anfang des Vortrages waren eben Patienten, die mit solchen Bakterien infiziert sind. Nun, wie kommen diese Bakterien überhaupt an diese Resistenzen? Wie entwickelt sich diese Resistenz? Da gibt es im Prinzip 2 Möglichkeiten. Einerseits, dies passiert de novo, quasi neu, während der Behandlung eines Patienten. Das ist da schematisch dargestellt. Also ein Patient oder eine Patientin fängt an mit einer normalen Tuberkulose. Und aus irgendwelchen Gründen entwickeln diese Bakterien dann eine Resistenz. Das kann damit zu tun haben, dass die vielleicht die Antibiotika eine schlechte Qualität haben, dass die Dosis nicht stimmt, dass die Patientin oder der Patient nicht alle Pillen schluckt jeden Tag, wie sie eigentlich müsste während den 6 Monaten. Und dementsprechend können dann diese Bakterien aufkommen
die eben resistent geworden sind. Das ist das erste Szenario. Das andere Szenario ist, dass hier gezeigt ist, wenn dann ein Patient schon resistente Bakterien hat, kann er die direkt an Patient B übertragen. Das heißt, Patient B hat hier das Pech, schon von Anfang an sich mit diesen resistenten Bakterien infiziert zu sein. Es gibt da ein ganz interessantes Phänomen, wenn man sich das näher anschaut, wie die Resistenzen entwickeln, diese Bakterien, und zwar oft, aber nicht immer, führt das eben auch zu einer Reduktion der sogenannten Virulenz oder der Aggressivität dieser Bakterien. Also diese Bakterien werden resistent zu den Antibiotika und verlieren wenigstens einen Teil dieser Aggressivität. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass die Geschichte eben nicht so einfach ist und Evolution eben weitergeht. Es kommen zusätzliche Mutationen, weitere Veränderungen in diesen Bakterien, die sogenannten Kompensationsmutationen, die diese Virulenz oder Aggressivität eben wieder nach oben treiben. Das heißt, wir enden am Schluss mit einem hochresistenten Bakterium, das gleichzeitig auch sehr virulent ist. Das sind Phänomene, die wir in unserer Arbeitsgruppe, speziell in der Tuberkulose, uns nahe angeschaut haben. Und ich möchte da weiterfahren mit einem Experiment, das wir durchgeführt haben. Es ist nicht ganz einfach, mit diesen Bakterien zu arbeiten, weil wir unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen vorkehren müssen, sprich sogenannte Biosicherheitsstufe 3. Das ist die zweithöchste. Die höchste wäre die Biosicherheitsstufe 4, die man bei Ebola zum Beispiel verwendet. Wir müssen uns diese Schutzanzüge anziehen, um uns gegen diese resistenten Bakterien zu schützen. Das macht alles etwas kompliziert. Aber trotzdem, wir versuchen es und wir versuchen, neue Entdeckungen zu machen, sprich zum Beispiel ein sogenanntes Evolutionsexperiment, in dem wir eigentlich mimen, was in einem TB-Patienten vorgeht, wenn diese Bakterien eben konstant mit diesen Antibiotika quasi angegriffen werden. In dem speziellen Fall haben wir mit Bakterien angefangen, die schon resistent waren, also die hatten schon diese erste Mutation, und wir haben sie dann über ein ganzes Jahr weiter gezüchtet, in der Hoffnung, dass sie dann diese zweite Mutation auch bekommen. Und dann zu schauen, wo diese Mutationen sich dann befinden. Und das haben wir dann mit sogenannten Ganzgenom-Sequenzierungsanalysen gemacht. Und wir haben dann effektiv solche Zweitkombinationsmutationen gefunden. Hier ist ein Beispiel aus der sogenannten RNA-Polymerase. Das ist ein ganz wichtiges Enzym in diesen Bakterien. Das besteht aus verschiedenen Untereinheiten, die da in verschiedenen Farben gezeigt sind in diesem Modell. In der roten Untereinheit befinden sich die Mutationen, die die Resistenz verursachen, also diese ersten Mutationen. Und in anderen Untereinheiten finden wir diese sogenannten Kompensationsmutationen, die im Laufe dieses Experimentes aufgekommen sind. Nun könnte man sagen, vielleicht ist das nur so ein komisches Laborartefakt und wir müssen da wirklich ins Feld gehen und schauen, ob wir diese Kompensationsmutationen eben auch in klinischen Isolaten finden. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben da viele resistente TB-Bakterien aus ganz vielen verschiedenen Ländern angeschaut. Auf dieser Karte ist angezeigt, wo die Multiresistenz oder das Multiresistenzproblem am höchsten ist. Das sind diese dunkelblauen Zonen oder Länder auf der Welt. Und was wir gefunden haben, ist, dass gerade in diesen Gegenden eben die Bakterien besonders viele von diesen sogenannten Kompensationsmutationen auch enthalten. Also in diesen Gegenden haben wir einerseits Bakterien, die hochresistent sind, einerseits, und andererseits eben auch diese sogenannte Virulenzmutation zusätzlich noch haben. Nun fragen Sie sich vielleicht, inwiefern das eine Relevanz hat für die Schweiz. Ich habe vorher erwähnt, dass die Tuberkulose über die Luft übertragen wird. In der heutigen Ära der Globalisierung und dem extremen Flugverkehr, Sie wissen, man kann Keime in 24 Stunden um die Erde herum transportieren. Und ich möchte eigentlich mit einem Fallbeispiel, das in Basel angefangen hat, das illustrieren. Und zwar geht es da um einen tibetanischen Flüchtling, der im Januar 2011 mit einer Tuberkulose in Basel diagnostiziert wurde.
Man wurde dann auch, hat dann ziemlich schnell herausgefunden, dass diese Bakterien, die diesen Patienten infizierten, gegen 7 der wichtigsten Tuberkulose-Medikamente schon resistent waren. Das waren diese roten Kreuze und die Zahlen sind die verschiedenen Medikamente. Das heißt natürlich dazu mal schon dramatisch die Behandlungsoptionen reduziert. Man hatte gar nicht mehr so viele Medikamente zur Verfügung. Ich hatte vorher erwähnt, dass die meisten TB-Medikamente mehr als 50 Jahre alt sind, und das stimmt. Es gibt 2 Ausnahmen, Nummer 8 und 10 in Farbe. Die sind kurz, ungefähr von 2 Jahren auf den Markt gekommen. Man hat dann versucht, diesen Patienten mit Nummer 8 und einem älteren Nummer 9 zu behandeln. Das hat dann auch funktioniert. Nach 2 Jahren war er gesund. Leider gab es dann einen Rückfall. 5 Monate später kam der Patient zurück in das Spital, wiederum mit diesen Löchern, diesen Kavernen in der Lunge. Das war das eine Problem. Und das andere Problem, wie Sie da sehen, waren in der Zwischenzeit diese Bakterien eben auch resistent geworden gegenüber diesem 8. Medikament, eines der 2 neuen, die 2 ersten neuen Medikamente in 50 Jahren. Hatte man wiederum das Problem, okay, wir versuchen weiter zu behandeln, wir nehmen das 9., das vielleicht noch funktionierte, Resistenz kam auch sehr schnell, dann das 10. Medikament, das ist das 2. neue Medikament, auch da gab es sehr schnell Resistenzen. Schlussendlich waren da 10 Medikamente, die man nicht mehr verwenden könnte. Das hat alles innerhalb von, ja, das waren jetzt dann schon 5 Jahre. Ein Wunder ist, dass dieser Patient eigentlich überlebt hat. Und der Trick, ein dramatischer Eingriff musste da gemacht werden. Man musste ihm einen Großteil beider Lungenflügel rausoperieren, um die Bakterienlast zu reduzieren. Und eigentlich nur dank dem konnte er noch eigentlich überleben. Er ist nach wie vor unter Behandlung. Dieses Beispiel zeigt einfach, wie extrem schnell diese Bakterien eben Resistenzen entwickeln können, auch zu ganz neuen Medikamenten. Einerseits und andererseits, wie unglaublich kompliziert so eine Behandlung auch sein kann. Ich muss sagen, das ist ein Extremfall. Im Normalfall sind TB-Patienten viel einfacher zu behandeln. Viele Punkte, die ich heute ausgeführt habe in meinem Vortrag, waren eher negativ und scheinen eher ein düsteres Licht auf die TB-Situation in der Schweiz, vielleicht auch nicht so schlimm, aber im Rest der Welt. Ich möchte trotzdem mit einem positiven Ausblick enden. Glücklicherweise gibt es jetzt viele internationale Organisationen und auch Geldgeber, die mehr in die TB-Forschung, aber auch in die Behandlung und Kontrolle dieser schrecklichen Krankheit investieren. Ganz wichtig, es braucht neue Jungunternehmer mit guten Ideen und originellen Ideen, die versuchen, neue Medikamente zu entwickeln. Und darüber werden wir dann im nächsten Vortrag hören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.